Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Neuer Tag, neues Glück. Und heute gibt es die bitterböse Rechnung. Und das habe ich schon bei den ersten paar Dingen, habe ich das schon gesehen. Also Wahnsinn, heftig. Heute wird es echt übel. Die Regale sind sowas von leer. Das Lager ist leer. Also heute wird es echt übel. So, also alles eingestellt, Miete ist bezahlt. Wir haben drei Preise gehabt, die nach oben gegangen sind. Das ist richtig nice. Und wir haben die ersten 10 durch. Und ich bin gerade mal bei der 8er Eier. Das heißt, die brauchen wir. Die Milch war voll und Tee war auch leer. Zumindest ein bisschen leer. So, dann kommen wir mal zu der Erdnussbutter, Olivenöl und Mehl. Also einmal Erdnussbutter und einmal Mehl. Der war voll. Spaghetti, Reis, Salz. Salz ist voll. Spaghetti nehmen wir mit und Reis ist voll. Also Spaghetti, Reis und Ding war voll. Die Milch ist mit Sicherheit richtig leer, weil ich die eigentlich gekauft habe. Ne? Dann nehmen wir mal zweimal Milch. Getränke, nehmen wir die Limo. Und das ist voll. Das geht ja noch. Hält sich in Grenzen. So, der Joghurt war voll, der andere war leer. Den habe ich selber eingeleert. Eingeräumt. Eingeleert. So, eingeräumt meine ich. Crispy Chibi brauchen wir definitiv. Dann machen wir gleich mal die Funzel oben, bevor ich es vergesse. Tja, von jedem eins. Machen wir gar nicht lachen. Wie gesagt, heute gibt es eine böse Rechnung. Wieder böse Rechnung. So, was war das jetzt? Das war nur der Kuchen, ne? Ja, Bon Papa Kuchen. Das heißt, der kommt noch mit, der kommt mit und der kommt alle mit. Clean, die dürften normalerweise nicht so viel sein. Na, freilich. Gleich nochmal her. Und das Scheißhauspapier ist schon wieder leer. Es ist zum Heulen. Oh, doch, ja, freilich. Chlor. Und ein Ersatz. Einmal. Also den Reiniger. Bräuchte man schon fast zwei. Dann nehmen wir mal noch den Ding mit. Ja, also alles klar. Einmal der. Einmal der. Und einer noch. So, mein Käse und Honey. Honey nehmen wir mit. Käse zweimal. Und dann. Und das ist. Ja, gut, einmal. So, zweimal, einmal, einmal. Oh, gibt es Rechnung, Leckmarmage. Starke Sache, vierer Eier und ein Pablo. Gut, starke Sache brauchen wir. Pablo ist voll, also einmal starke Sache. Butter, Honey und Hügelchen. Ja. Voll. Oh, leck mich doch am Arsch. Mein Nerv. Da machen wir jetzt auch mal einer als. Das gibt heute sowieso böse Rechnung, also von daher drauf geschissen. So, Pommes, Pizza und Kartoffeln. Pommes, ja, Pizza müsste. Ach, schon wieder bestellt werden. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, gut, die waren das letzte Mal schon fast leer, ne? So, da hätten wir zweimal. Also, der da,
Der da. Und zweimal. Käse, rote Kaffee, Wasserflasche. Wasser ist voll. Käse. Oder nehmen wir mal einer mit. Und rote Kaffee. Brauchen wir auch wieder zwei. Halleluja. Ich hab doch heute einer gefehlt. Na, kommt, die kostet bloß 50 Euro. Mitnehmen. Scheiß drauf. 12er Eier, Macaroni. 12er Eier, jo. Macaroni ist leer. Und der brauchen wir. Oh, lieber Himmel. So, den nehmen wir mit. Macaroni. Jetzt muss ich nochmal gucken. Macaroni war das. Das war zweimal, ne? Ja. Also, zweimal Macaroni. Grüne Tee, muss ich gucken. Den habe ich voll gemacht. Ja, stimmt, genau. So, da hinten ist auch bitterbös. Bitterbös. Wir brauchen Lachs. Wir brauchen Moussaka. Wir brauchen den da. Wir brauchen Minimum dreimal großes Sushi. Ach du heilige Scheiße. Oh, leck mich am Arsch. Das wäre die Rechnung. Hey. Oh, heilig Blechle. Das geht weit unter die 10.000. Habe ich so das Gefühl. So, also Lachs war definitiv. Moussaka brauchen wir definitiv. Die brauchen wir definitiv. Und dann sind es 1, 2, 3 Mal von denen. Die hatten wir. Jetzt müssen wir nach Krabbensticks. Die müsste nochmal voll sein. Aber das Eis. Ja. Das Eis. Zum Geier. So, Eis. So, Ketchup, Mayo. Naja, also der scharfe Soße ist relativ voll. Ketchup brauchen wir schon fast zweimal. Und Mayo einmal. Dann gucken wir schnell nach der Pizza. Passt. Ob ich dem eine bestelle, man nicht. Wodka ist auch gut. Fass nehmen wir zweimal. Und da nehmen wir jeweils eins. So, der passt. Zweimal Fass. Und jeweils eins. Chips, Hummus und Wodka. Hummus. Ja. Chips, alle beide. Ja, gut, Wodka habe ich ja schon gesagt. Wodka ist voll. Also alle beide Chips und den Hummus. Einmal, zweimal, dreimal. Fort mit. Mehl, Kartoffelpüree. Eins und zweimal. Wobei wir Mehl eigentlich ja zweimal brauchen. Also, zweimal Mehl, zweimal Kartoffelpüree und legen wir mal. Das gibt eine Rechnung, ey. So, Pfeffer könnten wir wieder mal mitnehmen, ja. Reis nehmen wir auch mit. Und Brot nehmen wir zwar. Pfeffer, Reis und Zwurmelbrot. Pauli haben wir wieder vergessen. Da reicht einer, sage ich jetzt mal. So, jetzt kommt die nächste Riesenrechnung. Guckt euch das an. Wahnsinn. Also, zweimal den. Zweimal den. Einmal und einmal. Gott. Mein Nerven. So, nehmen wir erst einmal eins von denen.
Nochmal eins, der war voll. Den müssen wir mitnehmen. Den zweimal, den einmal. Mein Nerv. Toilettenpapier und der Kaffee. Einmal und einmal. Einmal, einmal. So, da dürfte noch mal was, wenn dann bloß die zwei fehlen da, ne? Das ist das Ropico und Pulp. Und der müsste voll sein, ja, dachte ich mir. Das war der da und Pulp. Hellbrauner Zucker, habe ich wieder nie geguckt. Ist aber relativ voll, das lösen wir so. So, dann kommen wir hinter in die Gefrierabteilung. Einmal, 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 einmal. Und also von denen vier brauchen wir alle. Plus Lasagne. Okay. Der da. Haben wir. Der da. Der da. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Bavaria Rinderhackfleisch. Okay. Der da war das, ne? Das heißt dann der, der. Der und der. Das Bier muss ich mir googeln. Ja, komm, das nehmen wir mit. Der. So, kommt die nächste. Die nächste große Rechnung. Einmal, einmal. Oh, leck mir am Arsch, jetzt wird's heftig, ey. Jetzt wird's übel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einmal, zweimal, zweimal, den Wein lassen wir und den zweimal. Also 2, 2, 2, 1. Oh, heiliges Blechle. Einmal, zweimal, zweimal, zweimal. Gut, wir haben jetzt schon nur noch 10.100. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kartoffeln definitiv. Und die nächste 80 Euro. Was sagt der Lade die Hähne? Voll. Pizza brauchen wir. Bohnen brauchen wir. Also Bohnen und Pizza. Bohnen, da nehme ich jetzt definitiv mal zwei mit. Da habe ich die Schnauze voll. Pizza, alles nein mit. So, den brauchen wir definitiv. Habe ich ja gesagt. Dann gehen wir jetzt mal kurz gucken. Was hätten wir denn da im Angebot? Also, 1, 1, 1. 1 und 1. Also den Daron haben wir, ansonsten alles einmal. Gut. Also einmal, einmal, einmal. Fuck mit. Was war denn das jetzt das letzte? Egal. Das da und den haben wir. Und der letzte. Da kennt ihr bloß 8 Stück immer nein. Ne? Das heißt einmal. Da brauchen wir schon fast 3. Der ist alles voll. Und da nehmen wir einer. Das war, ja. Ja. Also. Einer, 1, 2, 3. Und dann sind wir auf dem Stand von
8.857. Das ist das, was ich gesagt habe. Also wir hatten über 16.700. Das ist natürlich ein Brett. Das war jetzt für 8.000 Euro eingekauft. Also das ist echt übel. Nur mal kurz einen Schluck auf die Heimat trinke. Dann würde ich sagen, hole die Wolfe. Also wir haben alles. Gut. Der kommt da rein. Da habe ich so alles eingeräumt. Wunderbar. Ich mache meinen Laude auf. Und da wollte ich noch einmal gucken. Ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Das Boom, das reicht nicht. Ne? Das habe ich mir fast gedacht. Deswegen wollte ich da mal abwarten, bis die das eingeräumt haben. Dann nehmen wir den definitiv noch einmal mit. Das können die Bubi ja schnell machen. Das ist ja kein Problem. Gummi, was da noch. Das waren insgesamt 4 Stück, was da jetzt noch gefehlt haben. Ne? Also, das ist schon ein Wort. Ne? So, ansonsten sieht es wieder alles relativ voll aus. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir machen die Kasse wieder auf und warten. Auf die Dinge, die da jetzt hoffentlich auf uns zukommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wieder so weit drüber kommen. Also 16.700, also ich glaub's nicht. Also, jawohl, da siehst du die Alkoholiker. Gleich mal 2 Fässer Bier gekauft. So ist brav. Holle die Waldfee. Warum die das blöde Wasser da hinten nicht aufgefüllt haben, das frage ich mich auch. Ich habe extra noch einmal eins bestellt, das weiß ich. Naja, das werden sie dann machen, wenn vielleicht noch ein paar weniger weg sind. Also da geht definitiv noch ein bisschen was rein. Und kaum sage ich's, kommt einer und füllt auf, du bist ein Tiermann. Aber Gehaltserhöhung kriegst du nicht, du Affe. Guten Morgen, der Herr. €143, so muss das sein. Vielen Dank. €87,24. Fängt schon mal gut auf. Ich kann mir überlegen, wo man dann vielleicht eventuell dahin vielleicht noch ein Regal dann kaufen, wenn man die neuen Dinger kriegen, weil da könnte man da in die Regale, also hier und hier Regal, nein. Und da könnte man da dann die Bücher und den ganzen Scheißdreck kaufen. Das waren ja auch 6 Stück oder so verschiedene. Ich weiß nicht, ob ich da ehrlich gesagt drauf sparen soll auf die nächste Erweiterung, weil ich 36.000, das ist mir ein bisschen euch viel. Ne? 4, 35. Na, du hast es ja nötig. Ey. 50, 75, 80, vielen Dank. So, die 10.000 haben wir schon mal zumindest wieder mal überschritten. Oh, das gibt eine große Rechnung. Der hat 2-3 Dinger drin gehabt, was viel kostet. Was auch, Karte. 265. Junger Mann, du darfst öfters kommen.
Freund Bruce. Will nicht zu mir an die Kasse? Das merke ich mir, Bruce. Das merke ich mir. Der lässt wieder eh davor. ...181, jetzt wird es langsam lustig hier in der Nähe. Als Hermine Money. ...112,21, sehr gut. Das heißt, wir sind schon über die 11.000 drüber, das ist natürlich immer richtig nice. Also bis jetzt sieht es noch einigermaßen voll aus, zumindest das, was ich so überblicken kann. Das ist einigermaßen in Ordnung. So, den lässt wieder einer vor. Ach, der hat nur einer. 90, 75, 85, 90, danke. Ja, knapp 50 Euro. Sind knapp 50 Euro, hat er mal einer gesagt. Ne? Vielen Dank. Moin Bruce, alles klar. Bruce, von dir kriege ich 127,31 Euro. Dank dir. ...54... ...53. Ich danke dir. Passt ganz genau. ...75, 85, 90. Vielen Dank. Und schon wieder ist der Bruce da. Perfekt. Zweimal Wodka. ...107 hatten wir gerade schon. Na. Ich glaube, ich habe gleich kein Bier mehr. Kurze Pause, Moment. So, weiter geht's. Leckt mich doch. So, hier wären wir dann bei 84, 89. Wie sieht es mit meinem Kontostand aus? Wir gehen auf die 15.000 zu, das ist sehr schön. ...171,76. Richtig nice. ...73,78 €. Oh. Hab die 7 vergessen. Kommt vor, Jungs, kommt vor.
So, das wird wahrscheinlich mein letzter Kunde heute. Ja, stehen wir fast bei 16.000, also nu ja, nu ja, nu ja. Und doch mal der einer die Funzel. So, das Wasser, habe ich gesehen, ist nicht aufgefüllt. Perfekt, jetzt ist es voll. So, das kommt daher. Dann nehmen wir mal das Schwarze da. Dachte ich mir. Und ist voll. Sehr gut. Very nice. Da haben wir sogar noch zwei übrig. Ja, leck mich doch. Wie sieht es mit dem Pulp aus? Irgendwie komme ich nicht durch. Ne, das ist ja Jutsitsu. Voll. Und das Ropiko ist auch nicht voll. Können wir auch gleich mitnehmen. Oh, der da, ne? Ja. Also, Ropiko auch gleich rein. Falsch, an der Seite. Hä? Schweine! Hat's gerade reingestellt. Oh, da haben wir sogar zwei. Das ist in Ordnung, passt. Nehmen wir an. So, wie sieht's da aus? Was ist das? Wieso zum Geier steht die Limo da drin? Wieso? Komm, scheiß drauf. Was soll's? Es ist einigermaßen sortiert, also von daher mache ich jetzt gar nicht mehr lang. Also nein mit dem Ding. Dann gucke ich mal nach dem Scheiß da. Das kleine Brötchen. Hat's nötig. Und ist voll und Karton ist leer. Brauchen wir nicht unbedingt bestellen, weil ich das sind ja mehr als genug. Bonbecke. Voll. Bonbec ist hier. Salz. Hat's nötig und ist voll. Sehr gut. Immer wieder schön, wenn was voll ist. Was ist das? Ist voll. Warum zum Geier habe ich da eigentlich zwei Stück? Naja, was soll's. Brauner Zucker. Oder hellbraun, muss man ja sagen. Ist voll. Sehr gut. Nein, damit. Was sagt man? Honey da dazu? Ist voll. Wunderbar. Penne-Regatta. Voll. Ja, Wahnsinn. Heute gibt es nicht so viel, habe ich so das Gefühl. Falsch, da drüber müssen wir. Donai. Jock Piggy. Voll. Läuft. Was sagt mein Farinemehl? Voll. Ich bin begeistert. Wo kommt denn das hin? Da. Wie sieht's aus mit dem Boom? Voll. Geschirrspül. Voll. So, der war relativ leer, habe ich gesehen. Sieht doch nicht so aus, als ob sie da. Doch, die haben aufgefüllt. Sehr gut. Das Onnerfleisch ist auch voll, falls ich das jetzt da irgendwo rumliegen habe. Den Pudding nehmen wir mal mit. Dachte ich mir. So, und der andere Pudding ist auch nicht aufgefüllt. Das wird dann die letzte Amtshandlung heute.
Der kommt da rein. Und der ist leer. Müssen wir bestellen. Gut. Und tatsächlich, wir haben immer mehr wie ein Klopapier übrig. Soll auch einmal vorkommen. Dafür haben sie das andere leer gemacht. Das ist doch der Wahnsinn, ey. Was die einkaufen, das ist nicht normal, also ehrlich. Naja, nee, aber es sieht nicht ganz so schlimm aus wie das letzte Mal. Das muss man schon mal ehrlich sagen. Ne? Also, es sieht relativ, relativ gut aus. Also, läuft, läuft, läuft. Das heißt, ich bedanke mich natürlich am Ende wie immer bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sag tschüss, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.